allerliebster Lichtarbeiter. Du bist heute hier erschienen, um die Kraft des Kriegers mit der Kraft und Liebe deines inneren Kriegers zu verbinden. Ich werde dich leiten und führen und für dich die Energien kanalisieren. Und so atme in einem Rhythmus, welcher dir gut tut, welcher dich zur Ruhe bringt, und spüre, wie die Energie einfließt. Ich verbinde mich nun mit Mars, mit dem Planeten Mars. Und ich hatte mich schon die Tage immer wieder mit ihm verbunden. Und so sprüht das Feuer von Mars durch meinen Kanal zu dir. Es sprüht. So nehme du auf, was du aufnehmen möchtest, entscheide mit deinem Geist und mit deinem Herzen, so wie es sich gut anfühlt, die Energien zu empfangen, welche ich dir anbiete. Und so fließt jetzt direkt vom Planeten Mars die Energie durch mich hindurch und von mir zu dir. Du wirst diese Energie so spüren, wie du gerade selbst ausgerichtet bist. Falls du selbst mit deinem inneren Krieger noch nicht ganz im Frieden bist, wirst du sie eher stark und unangenehm empfinden. Falls du aber schon Frieden geschlossen hast mit deinem inneren Krieger, wirst du sie eher sanft, nicht unbedingt sanft, aber leichter empfinden. Und zwischen diesen beiden Empfindungen gibt es sehr viele Abstufungen. Auf jeden Fall bitte ich dich nun, dich ganz auf dein Herz zu konzentrieren, Kontakt mit deiner Seele aufzunehmen und nun mit deiner inneren Stimme deinen inneren Krieger zu rufen. Und so sollte er jetzt vor deinem dritten Auge erscheinen, oder du solltest ihn als Energie fühlen. Auch hier gibt es verschiedene Stufen der Wahrnehmung. Und nun werde ich für dich tätig. Ich werde negative Energien, welche du noch trägst, welche dein innerer Ritter für dich trägt, entfernen. Sie werden entfernt durch meinen eigenen inneren Ritter und durch meinen eigenen inneren Krieger. Und so geschieht eine Reinigung im Feld deiner Seele, dort, wo die Ängste, Zweifel und Sorgen aufbewahrt werden. Dort geschieht diese Reinigung. Du kannst versuchen, so viel wie möglich loszulassen und meinem inneren Krieger zu übergeben. Lasse geschehen, was geschieht, denn es geschieht so, wie es gut für dich ist. Und so werden
von einem jeden Einzelnen von euch die Energien eingesammelt, welche hinderlich sind, welche schwach machen. Welche letztendlich krank machen. Und so trägt mein innerer Krieger zusammen mit der Kriegerenergie all diese negativen Energien hinweg, wo sie in Liebe transformiert werden. Und jetzt bekommst du ein Geschenk, nämlich das Geschenk der Liebe, das Geschenk aus meinem Herzen. Das ist die Liebe und das Licht, und dies überbringt dir mein innerer Krieger. Er berührt deinen eigenen inneren Krieger und übergibt dir das Licht der Liebe. Sehr viele positive Energien strömen jetzt zu dir. Erlaube dir, sie anzunehmen. Du spürst sicher in deinem Herzen, wie die Energien arbeiten, wie sie für dich wirken. Und so wird dein innerer Krieger aufgebaut, voller Kraft und Liebe, voller Elan, steht er bald für dich bereit. Und nun ist es an der Zeit für dich, deine Wünsche für die neue Welt zu manifestieren, denn dein innerer Krieger wird sie hinaustragen. Er wird helfen, zusammen mit jedem anderen einzelnen Lichtarbeiter, die neue Erde entstehen zu lassen. Und du hast es in der Hand. Du besitzt die Kraft und die Stärke, dies zu tun. Dein innerer Krieger ist bei dir. So lasse nun deine Visionen entstehen. Wie soll die Welt aussehen? Wie sollen die Menschen darauf leben? Welches Finanzsystem soll es geben? Wie wird die Fülle für jeden Menschen aussehen? Wie werden die Menschen sich heilen? Wie werden die Menschen miteinander kommunizieren? Wie werden die Menschen miteinander leben? All dies kannst du manifestieren, so wie es sich für dich gut anfühlt, so soll es sein. Dein innerer Krieger bringt diese Vision zum Leben. Und das Licht wird immer stärker. Das Licht gewinnt an Kraft dank dir und deinem inneren Krieger. Und so lasse nun die Energien noch ein wenig fließen, bis du dann in deinem eigenen Tempo wieder in das Hier und Jetzt zurückkommst, so wie es sich gut anfühlt.